Hi und herzlich willkommen bei mir auf dem Channel. Jo, was soll ich sagen? Es ist arschkalt. Quatsch, so kalt ist es jetzt auch wieder nicht, wenn man sich gut genug anzieht. Ja, aber minus 2 Grad, glaube ich, oder 3. Spielt ja keine Rolle. Ich muss nur aufpassen auf die Straßen, die sind natürlich übelst glatt. Und ich befinde mich mal wieder, ja. Ich dachte, ich nehme mal diese Strecke, die ist interessanter. Allerdings kann man hier natürlich nicht sehen, wie schnell die ZIP jetzt fährt und so. Ich habe festgestellt, ich habe viel zu schwere Gewichte. Ich habe 9 Gramm Gewichte von Malossi reingemacht, weil ich von denen ganz viele habe. Bei jeder Multivars sind 9 Gramm dabei. Und keiner von meinen Freunden und Kollegen und so benutzt die. Und ja, ich habe sie bekommen. Und die habe ich hier natürlich mal reingeschmissen. Habe gedacht, ja, das wird schon passen. So, jetzt habe ich festgestellt, rumgelesen, mich mit ein paar unterhalten. Die haben alle gesagt, nein, Piaggio will viel leichtere Gewichte. Schau dir mal diese Wartungssets an. Und ich war, naja, nicht wirklich... mit dem Fahrrad. Geil. Ja. Und ich habe das nachgelesen. Tatsächlich, da steht 5,2 Gramm Gewichte. Oder 6,2? Oh, shit. Schon wieder vergessen. Für Sphera 80 Kubik. So, hier zieht es ein bisschen rein. Ich hoffe, der Ton ist trotzdem verständlich. Ihr versteht mich gut. Und ja, wir tuckern gemütlich ein Berg hoch. Wenn wir oben sind, sind wir auf 1000 Meter knapp. Plus, minus. Ich habe keine Ahnung. Früher wusste ich das. Mittlerweile, ja. Aber das ist der kürzeste Weg zu einem Kolleg. Also vom Kolleg zu mir oder andersrum. Und naja, hier fahren auch keine Polizisten rum. Und noch ein Vorteil. Naja, ich habe diese Kiste ja... Oh, scheiße, Tank. Ich habe ja die ZIP so gebaut, dass ich ja Berge hochkomme. Zumindest ist die Planung so. Mit der letzten ZIP mit 80 Kubik kein Problem. Mit dieser hier, man merkt, ich habe viel zu schwere Gewichte rein. Sie kommt nicht so schnell auf Drehzahn. Das sind Luxusprobleme im Augenblick für mich. Also bei dem Wetter will ich eh nicht schnell fahren. Was ich festgestellt habe bei dieser ZIP, ist, wenn ich einmal kurz nur am Gas gebe, es zieht sofort da mit dem Gas. Das hatte die andere ZIP nicht. Die hatte so ihre 2-3 Sekunden, wo sie überlegt hat, soll ich jetzt echt Gas geben oder nicht? Und ich glaube, das hat mit der Membrane zu tun. Wer weiß. Ich habe jetzt eine Sportmembrane, die schon was gesagt. Ich habe jetzt eine Membrane geholt mit direkt Carbon-Blättchen drauf und ja, einen anderen Ansaugstutzen. Den Vergaser müsste ich mal putzen, werde ich noch tun. Halt, nee, doch, der ist eigentlich noch voll im Betrieb gewesen die ganze Zeit. Allerdings, ja, nach dem Winter werde ich den mal putzen, definitiv. Und ja, so, genug gelabert. Jetzt fängt es an mit der schönen Aussichten. Allerdings ist die Sonne... Allerdings ist gerade die Sonne weg. Boah, und umso weiter höher ich fahre, umso kälter wird es. Ah, was für eine Logik. Oh shit. Die Straße glitzern gerade. Moment kurz. Oh shit. Okay. Das heißt, einfach nur drüber schweben, kein Gas geben und nicht bremsen. Das wird schwierig, nicht bremsen. Ich muss nämlich hier raus. Boah, ich hasse es. Ja, eine schöne Aussicht wäre es, wenn wir jetzt geradeaus fahren würden. Dann sieht man auf das ganze Tal, sieht man nicht mehr. Allerdings kann ich euch das auch von hier zeigen. Leider wird man es nicht sehen. Ich habe schon öfters mal ein Video davon gemacht und da hat man einfach nie was gesehen.
Vielleicht ändert sich das, weil es jetzt momentan weiß ist. Aber es ist alles grau. Ja, dort hinten sieht man die Berge, die französischen Berge, die Vogesen. Das wird nächstes Jahr auch einer der Touren von mir werden. So, und wir fahren weiter den nächsten Berg hoch. Ja, eigentlich runter. Uiuiui, ich muss tanken. Aber Berge, Hügelchen und. Gar kein Problem mit der Zip. Sehr gut. Aber sie ist langsamer als der alte Motor. Ich hoffe, das wird sich dann ändern, wenn ich dann die... Blub, was wollte ich dran bauen? Leichtere Gewichte, genau. Aber erst, wenn ich die andere Variomatik habe. So, machen wir mal ganz kurz. Benzin, okay. So, jetzt lassen wir mal das Auto ein bisschen vor. Ich habe keinen Bock, jedes Mal auf das Auto aufzustoßen. Okay, jetzt können wir fahren. Oh. Ja gut, es ist eine scheiß Uhrzeit. Es sind noch viel mehr Autos unterwegs. Ich halte jetzt einfach mal die Klappe. Yeah, yeah. Und suche Musik raus. MD. Und viel Spaß. JPB. It's only right, baby. Yeah. Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubborn, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Woo. Yeah, let's go. Look, look, look. So shorty, drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Let me feel some. Do it for the boy with a bag, yeah. Now movie star money making everybody act out, hey. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one. Damn, it's gonna be a long night. You know, I had this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. MD JPP. You already know, baby. Yeah. Von da oben sind wir jetzt runtergekommen. So Leute, das war's mit dem Vlog für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Fahrt vorsichtig, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.